Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wargroove für die Switch. Und letzte Folge haben wir eine Nebenmission gemacht, die wirklich sehr lang war. Wir müssen uns ein bisschen taktischer vorgehen jetzt, aber wir spielen jetzt einfach mal die nächste Kampagne. Das wäre Akt 3, Mission 2. Und wir gehen auch direkt rein. Ein alter Freund. Tief in den verlorenen Landen beschließt Emmerich, dass jetzt unheimliche Magie gefragt ist. My Queen. Meine Königin, ich muss euch um etwas bitten. Hä? Um etwas bitten? Nur zu. Dieses Sumpfland hat eine außergewöhnliche Eigenschaft, die wir vielleicht zu unserem Vorteil nutzen können. Hm? Der Schleier zwischen den Welten der Lebenden und der Toten ist hier besonders dünn. Wenn ich eine bestimmte Magie beschwöre, wäre ich vielleicht in der Lage, mit den Verstorbenen zu kommunizieren. Daher bitte ich euch, als meine Königin und König Marsivas Tochter, ob ich versuchen darf, ihn zu kontaktieren. Vater. Könnte ich ebenfalls mit ihm sprechen? Ich fürchte, das ist unmöglich. Nur der Zaubernde selbst ist in der Lage, den Geist zu sehen und mit ihm zu sprechen. I'm sorry. Es tut mir so leid. Ich verstehe. Dann versprecht für uns beide und sagt ihm, wie sehr ich ihn vermisse. Thank you. Danke, Mercia. Bitte bleibt im Lager. Oh, Entschuldigung, falsche Stimme. Bitte bleibt im Lager, selbst wenn ihr Kampfgeräusche hört. Ich muss Nekromantie verwenden und diese wird Untote anlocken. What? Oh, verstehe. Das könnt ihr nächstes Mal eher erwähnen. Okay. Okay, es sieht aus wie eine riesige Karte. Ich kann den Zauber auf der Oberfläche des Teichs dort vorne beginnen. Sobald ich anfange, werden die Untoten unsere Gegenwart spüren. Die Magie zieht sie an. Wir müssen daher wachsam bleiben. Halte Zwiesprache mit Mercy. Okay, wir gucken mal, wie groß die Karte hier ist. Eieiei, ich glaube, wir müssen ganz da hoch. Da oben ist wahrscheinlich sein... Ja, das müssen wir wohl. Okay. Nein, okay, dann gehen wir mal dahin. Ich werde mit dem Wirken des Zaubers beginnen. Euer Hoheit! Emmerich. Ich bin so froh, dass ich euch erreicht habe. Und ich erst, Emmerich. Hör mir zu. Wir haben nicht viel Zeit. Ihr schwebt alle in große Gefahr. Ich weiß, die Horden aus Höllheim. Sie sind es nicht allein, Emmerich. Es. Die Untoten nähern sich. Okay. Oh. Gut, dass es nicht viele sind. Diese Magie ist so instabil. Die Nähe der Untoten hat meine Verbindung zu Mercival unterbrochen. Oh, wir müssen wieder hoch, mit ihm zu reden. Der Geist des Königs ist immer noch in der Nähe. Wir müssen uns zu ihm durchkämpfen. Und versuchen, ihn noch einmal zu erreichen. Oh Gott, wie machen wir das denn? Okay, versuchen wir es mal. Wir haben ja ein paar Leute hier. Wir müssen die erledigen als erstes. Warte mal. Okay. Die töten wir gleich. Okay, oh, das wäre echt schwierig. Hoffentlich kriegen wir noch ein paar Teamkaraden zufälligerweise, weil ich glaube, die können ganz gut Schaden machen. Okay, wir können auch uns heilen, ne? So, warte mal. Machen wir erstmal den Platten ein bisschen. This should do the trick. So. Die sind aufgeschnappt. Oh Mist. Warte mal, was anders. Gehst du runter?
Wir können uns gegenseitig immer heilen hier. Das ist natürlich sehr praktisch. Aber wir sollten ihn erst. Wohl, nee, wir heilen erst lieber. Machen wir ihn platt oder heilen wir? Ach, das ist so blöde. Wir machen ihn erst platt. Sonst keine Chance, dass er uns nochmal angreift. Darauf haben wir keine Lust. So. Weit kommen die beiden nicht. Das heißt, ich könnte ihn killen, ohne dass er an mich rankommt. Kann das sein? Auf jeden Fall. I have a spell for this. Na, ich kann mich angreifen, aber der hier kann mich nicht angreifen. Deswegen ist es egal. Die beiden müssen wir mal runterholen. Heilen tun wir gleich, aber noch nicht. So. Das sollte eigentlich nicht so schmerzhaft sein für ihn. Aber er geht durchs Wasser oben. Okay. Was machen? Lightning Blast! Kann er da überhaupt hinkommen? Ah, er kann den sogar erreichen da, deswegen dürfen wir das nicht machen. Aber ihn holen wir trotzdem mal hierher. Ach, dann heilen wir einmal. So. Machen wir trotzdem platt. So, den kann er angreifen, der kann er aber angreifen, der kann nicht. Der kann den angreifen, das macht er nicht, dann stellen wir ihn nicht hier hin. Den Schaden nimmt die jetzt, ist aber nicht so wild. So, warte mal, jetzt müssen wir mich hier ganz clevererweise. So, gucken, also wenn ich heilen mache, wären das die alle. Das wird natürlich perfekt sein. Wen kann er denn angreifen hier? Ich glaube, ihn stellen wir nach hier. Wen kann er angreifen? Er kann eigentlich gar keinen angreifen. Deswegen können wir getrost mal hier kurz heilen. Und zwar genau die alle. Na, zu Ben. Okay. Sehr geschickt. I have a spell for this. So, den machen wir auch weg. Auch da durchgehen? Ah, das wird glaube ich nichts, ne? Den müssen wir anders machen, pass auf. Oh, heilen. Kostet zwar alles Kohle, aber lieber geheilt als tot zu sein. So. Okay, jetzt ist der Bogenschütze. Dann gehen wir mit ihm hier vor. Soll er ruhig rankommen, das stört uns nicht. Ich glaube, mehr als ihn kann er nicht killen, das heißt, wir nehmen den hier hin. Den da hin. Gut. Super.
So. I have a spell for this. Gut. Wie weit wir kommen? Emmerich, wo bist du? Ich muss dir noch mehr erzählen. Ja, wir kommen ja schon. Wir müssen auch ein bisschen taktisch vorgehen, nicht, dass wir da auf einmal gleich wieder einen Gegner an Hordenmäßiges haben. Kommt der Heil noch mal kurz hier. So. Wir müssen ja aber gleich auf eine Position stellen, bevor wir Emmerich da hinschicken, dass er da irgendwas sagen soll. Gut. So, pass auf, bevor wir da hingehen, stellen wir den einen mal hier hin. Da, dahin. Den anderen hier. Luca wartest hier. Geht's mal schön weiter nach geradeaus. Hier ist hinterher. So. Wenn wir erneut mit Meister sprechen, werden wir noch mehr Unterlagen. Ich sollte die Truppen zusammenziehen und dicht bei mir halten. Gute Idee. Machen wir jetzt auch. So. Wart kurz da. Hier kann er stehen bleiben. Wollen wir vielleicht da hin? Ja. Und los geht's. Gucken, was er zu sagen hat. Du hast es geschafft. Hör mir zu. Was gerade geschieht, nahm vor vielen Zeitaltern seinen Anfang. Vor Höllheim, vor Kirchenstein. Ein großer Krieg zwischen Nationen, die längst vergessen sind. Merciful. Merciful, ich... You must listen. Du musst mir zuhören. Mehr Untote. Na super, der hat richtig viel gesagt. Okay. Ah, jetzt haben wir richtig viel dieses Mal. Ist das Wasser aufgetaucht? Nee, er ist abgetaucht, okay. Gut. Müssen wir da angreifen? Wie weit kommt er denn? Na, angreifen kann er nicht. Also holen ihn trotzdem durch die ran. Warte mal. Ja, definitiv. So. Oh, wir haben dieses Schwingen. Wir müssen natürlich aufpassen mit den Schwingen. Da kommt keiner mehr. Den holen wir ran hier. Gut, haben wir noch einen? Den haben wir noch in Waffen. Das ist natürlich dumm, wenn Truppen sich wirklich dicht bei uns verhalten sollen. Jetzt machen wir den nochmal tot hier, der uns nicht mehr nervt. Müssen wir gleich zurückreisen.
Wen kann sie ihn als angreifen? Sie kann auf jeden Fall ihn angreifen, aber sonst nicht mehr. Das heißt, wenn ihn hier hin. Ihn dort. Ihn dort. So. Die haut natürlich ein bisschen rein, das gebe ich zu. Aber eigentlich sollte unser sie komplett vom Himmel holen. So. Wir laufen uns langsam dahin. Wo kommt er? Ist da? Okay. Und bis dahin? Ja. Gut, also da würden wir angegriffen werden können. Das heißt, wir müssen hier bleiben. Er kann eigentlich keinen angreifen, deswegen ist das ganz gut für uns. Kommen hier unten noch mehr Gegner? Nee, ne? Die kommen alle von oben. Gut, also warten wir hier. Okay, er will ihn haben. Okay, mal eine andere Regel. So. Auch kann angreifen. Aber. Nein. Okay. Wir können hier auch nichts Großartiges machen. Was kann er eigentlich machen? Wir haben mal was heißt. Schild des Altmeisters. Brauchen wir jetzt noch nicht. Brauchen wir vielleicht zum Schluss. Gut, Ben. Okay. So. Ihn können wir gleich platt machen. Auf. Ist da nicht viel, aber immer noch ein bisschen. So. Schaden raus. Der haut schon mehr Schaden raus. An. This should do the trick. Aber wir könnten. Wird kann er laufen hier? Ah, okay. Dann machen wir. Wir schnappen ihn. Das ich meine, er könnte jetzt angreifen wahrscheinlich. Nee, kann auch nicht. Okay. Mir ist das egal. So. Hä? Kann der angegriffen werden? Nö. Also. So. Mal gucken. Okay. Das sieht auch nicht so schwer mehr aus. So, am Angreifen bitte. Ah, töten bitte. Und hier. Ah, zu viel. Aber du kannst angreifen. Kann er von der Seite angreifen? Nee, kann er von der Seite angreifen? Nee. Also müssen wir ihn so einmal kurz flankieren. Lightning Blast! Nach oben schon mal. Und du kannst auch nach oben gehen. Auf jeden passiert ja nicht, dass du angreifst und getötet wirst. So. You must listen! Ich habe dir etwas von äußerster Wichtigkeit zu sagen. Mercia muss wissen, was vor ihr liegt. Oh. Gut, müssen wir mal gucken, wie wir es jetzt weitermachen hier. Die sehen ja alle ganz gut aus, unsere Soldaten. Gehen wir weiter nach oben. Das heißt, der Geist ist jetzt da oben aufgetaucht. Das heißt, es kommen wieder ein paar Gegner. Dann sollen sie auch kommen.
Lass ihn nach oben laufen. Den auch. Und diesen kleinen Wicht auch. Werden wahrscheinlich ein paar Gegner kommen. Behaupte ich mal. Nein, auch noch nicht. Okay, dann kommen wir direkt hoch. Hier frei machen. Ist schon langweilig, ne? Wenn man da einfach nur so hochgehen kann. Und irgendwie keine Gegner da sind. Also werden gleich noch genug Gegner kommen. Davon gehe ich felsenfest aus. Okay. Ah, laufen du erstmal hier hin. Ganz gutes Deutsch. Geh das mal hier hoch. So. Und jetzt können wir ihn so weit wie möglich nach vorne zu bekommen. Gut. Ihm jetzt zur Stelle hin. Ja. Okay, los geht's. Ihr habt von einem Krieg gesprochen. Man nannte ihn die große Dissonanz. Es war ein grässlicher, blutiger Kampf. So viele starben und es gab nicht genügend Land, um sie alle zu begraben. Nach einem Jahrzehnt des Konflikts beginnt eine Nation namens Kakophonien schließlich eine Verzweiflungstat. In der Absicht, das Blutvergießen ein für alle Mal zu beenden. Sie brachten das in diese Welt. Etwas, was sie nicht kontrollieren konnten. Eine böse Macht. Den Höllenhandschuh. Nein. Eine Waffe von weitaus größerer Macht. Ihr Name war Requiem. Okay. Wieder ein paar Gegner. Hier sind jetzt ein paar mehr. Okay, es sind richtig viele. Eieiei. Okay, das ist das letzte Mal, wo er auftaucht da hinten. Gut, überlegen wir uns, wie wir das machen. Kann es irgendjemand angreifen hier? Eigentlich nicht, ne? Auch nicht. Auch nicht angreifen. Kann uns auch nicht angreifen. Also eigentlich können wir ganz getrost hier easy peasy machen. Wir haben aber auch nicht mehr so viel Kohle. Das heißt, wir müssen ein bisschen sparsam sein. Okay. Warten wir hier. Gucken wir mal, was passiert. Okay, ein paar müssen wir killen, sonst wird's eng. Oh, es sind echt viele. I have a spell for this. Die kommen auch noch nicht ran. Der kommt auch eigentlich nicht ran. Sie würde rankommen. Wir könnten ihn killen. Kann ich auch mit ihm hier killen? Nee, aber wir können ihm mit hier ein bisschen Schaden zufügen. Vielleicht kommt er noch ran. Okay. Perfekt. Angreifen. So, sie kann gleich angreifen. Das ist dann ein bisschen blöd für uns. Aber ich überlege gerade, sie kann natürlich beide angreifen, wenn sie will. Und kann uns natürlich derbs Schaden machen. Gehen trotzdem mal dahin. Ja, kann er was machen? Da kann keiner angreifen, ne? Ja, gut. Okay. Gucken wir mal jetzt, wen sie jetzt killt. Also sie greift die an. Das ist natürlich schlecht. Unser Heiler. Aber da haben wir ein bisschen bessere Chancen. Okay. Also, müssen wir kurz überlegen. Hier kommt nur dahin, der kommt nur dahin. Das heißt, ihn hier können wir nutzen, um ihn von vorne Platz zu machen ein bisschen. Vielleicht kommt er hier ran. Okay, warte. Machen wir so. This should do the trick. Ah! Okay. Wir müssen ihn leider angreifen hier. Bevor die uns nämlich da irgendwie. Viel Schaden wird sie nicht machen, aber besser ist trotzdem.
Okay, also er könnte angreifen, aber muss nicht. Das heißt, wir können hier noch ein bisschen Schutz suchen. Und du? Kannst nicht sehen, aber wir werden mit ihm hier auch mal hier rüber gehen. Sicher ist sicher. Nein, wieso kommt er so hier ran? Ich denke, das ging nicht. Spacko. Das ist natürlich dumm, aber es macht nichts. Wir können auch heilen noch. I have a spell for this. So, von unten kommt noch einer, aber vielleicht können wir... Das nimmt zu viel Schaden weg. Ich muss überlegen, dass wir ihn vielleicht hier hinsetzen. So, dann heilen wir uns mal alle hier ein bisschen. Na, warum greift er den an? So ein Spacko, ey. Ja, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Warte mal. Vielleicht kann er ihn angreifen hier. Kann auch alle angreifen. Den auch noch wegmachen? I have a spell for this. Kann natürlich angreifen, aber er kann unsere Leute nicht angreifen. Das ist schon mal gut. Aber wir heilen jetzt noch nicht. Warten wir kurz ab. Ja, das ist natürlich dumm, den anzugreifen. Oh, egal, was soll's. So. Geld haben wir gleich nicht mehr, aber wir können noch einmal heilen. So könnte ich die alle noch mal ein bisschen heilen. Das machen wir jetzt mal. Gut, und jetzt warten wir, bis die rankommen. Jo. Okay, gucken wir mal. So, die können immer noch nicht ran, oder? Den weiß ich nicht genau. Stimme ich mal hier. Los geht's. Okay. So, jetzt testen wir mal. Ja, so, so ein bisschen. Mal eben von vorne. Lightning Blast! Und du von der Seite. So. So, entweder war der voraus. Do not falter. Beeil dich, alter Freund. Meine Zeit ist knapp. Ja, machen wir. So. Gut. Dorthin. Spute dich.
stell dich mal hier hin. Okay. So, dann wollen wir mal gucken, was passiert. Wir haben schon gleich noch ein paar Gegner, aber wir testen mal. Die Waffe? Yes. Ja, Requiems Schöpfer versuchten, es wie jede andere Waffe einzusetzen. Requiem hatte jedoch ganz eigene Vorstellungen. Seine Schöpfer bemerkten zu spät, wie einfältig sie gewesen waren. Sie versuchten, Requiem zu zerstören, aber seine Macht hatte die ihre bereits weit überstiegen. Mit gewaltiger Anstrengung gelang es ihnen, es zu bannen. Doch der Preis dafür war hoch. Ein Opfer war nötig, um die Dunkelheit zu versiegeln. Und selbst danach war Requiem nicht geschwächt, sondern lediglich von der Welt abgeschottet. Verankert in der Seele der Prinzessin von Kakophonien. Kakophonien. Oh, da seht ihr. Requiem schläft immer noch auf diese Weise gebunden im Drachenkessel. Und Höllheim ist auf der Suche nach diesem Requiem? Emmerich. Ich kann dich nicht mehr hören. Marcival! Sag... Sag Mercia, ich liebe... Requiem, überaus beunruhigend. Ich muss ins Lager zurückkehren und Mercia Bericht erstatten. Ich vermisse ihn so sehr. My Queen. Er liebt euch, Mercia. Dieses Requiem, was sollen wir tun? Dad. Papa. Er hätte es nicht erwähnt, wenn es nicht wichtig wäre. Aber für den Moment müssen wir uns darauf konzentrieren, nach Himmelsang zu gelangen. Ich bin ganz eurer Meinung, Majestät. Ja. Dann ruft alle zusammen. Wir brechen gleich morgen früh auf. Super, Sieg! Ein okay. Hätten wir es noch schneller lösen können? Wahrscheinlich. Naja, egal. Gut, weiter geht die Strecke, die gute Reise. Glückwunsch, du hast Emmerich jetzt in die Arkade spielen. Und du hast Kakophonien Kodex freigeschaltet. Perfekt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Ciao.